Leute, was geht? Mein Name ist YouTube-Gamescom auf der PlayStation 4 und herzlich willkommen zu einem neuen Video vom Online-Modus. Und heute testen wir das Dodo-Wasserflugzeug. Beim anderen Video wurde ich ja knallhart gekillt. Da konnte ich noch nicht richtig das Dodo-Wasserflugzeug zeigen, aber das werden wir jetzt alles mal nachholen. So. Also. Da vorne ist das Dodo-Wasserflugzeug. Es ist ein ganz besonderes Flugzeug. Es kostet 500.000 Dollar. Und mit 500.000 Dollar, für 500.000 Dollar kannst du dir dieses Dodo-Wasserflugzeug auf jeden Fall kaufen. Ja, da bin ich nochmal YouTube Gamescom auf der PlayStation 4. Und ja, wir schauen uns das jetzt einfach mal an. Kommt einfach mal mit. Wir werden natürlich jetzt auch mal mit dem Ding landen und das alles natürlich in First Person. Funktioniert alles wunderbar. Innenausstattung sieht hammergeil aus. Das ist der Hammer. So sieht das Dodo-Wasserflugzeug übrigens aus. Man kann das Fahrwerk einfahren, das sieht man hier. Und das Fahrwerk wieder ausfahren. Das heißt, wenn ihr an Land landet, bitte immer das Fahrwerk ausfahren. Jetzt landen wir mal normal. Und das ist schon richtig Hammer, muss ich sagen. Das ist fett, sage ich euch. Das ist fett, das Ding. Das Dodo-Wasserflugzeug ist ein hammergeiles Gefährt. Man kann mit dem Ding einfach irgendwo landen. Also auf Wasser landen. Hier nochmal. Oh. Das sieht natürlich in der First-Person-Perspektive noch ein bisschen geiler aus. Hier rechts sehen wir die Geschwindigkeitsanzeige. Wir haben also ordentlich Speed drauf hier schon. Immerhin schon über 60 Sachen. 100 km/h. Oh, Mama Mia. Also das Dodo-Wasserflugzeug ist auf jeden Fall ein richtig geiles Gefährt. Das muss man haben. Das müsst ihr haben, wenn ihr eine Next-Gen-Konsole habt. Müsst ihr das Dodo-Wasserflugzeug haben. Ich sag nicht oft, dass das ein Befehl ist, aber das ist ein Befehl. Das braucht ihr einfach. Sonst könnt ihr GTA 5 vergessen, sonst macht das überhaupt keinen Spaß. Da unten ist Studio Gamescom vom Clan Libanon Elite. Nochmal einen lieben Gruß an Agent 007 oder an Warfor. Könnte man sich dran gewöhnen hier. Da ist auf jeden Fall mehr los, auch im Online-Modus. Nicht wundern, wenn die Grafik ein bisschen anders ist. Die Grafik ist so ungefähr 30% nach unten geschraubt worden im Online-Modus. Habe ja auch eine Brille an. Ist alles ein bisschen dunkler. Und jetzt ballern wir den mal ab. Geht das überhaupt? Ach ne, wir sind im Ding-Modus drin. Ja, Dodo-Wasserflugzeug, das ist es. Bis zum nächsten Mal. Euer Dugamescom auf der PlayStation 4. Könnt mich gerne adden. Hier bin ich, XLES.